Hallo liebe Freunde von Eurovision Austria. Ich sitze zusammen mit den Prinzblockern aus Deutschland, mit Matthias und Jan. Und die beide haben gestern aufmerksam die Proben verfolgt vom zweiten Probentag. Matthias, wie fandest du die Proben gestern und was war so dein persönliches Highlight? Also gestern fand ich es relativ durchwachsen. Es waren schon Sachen dabei, wo man sagte, die waren schon recht gut. Die kann man fast schon so am Dienstag dann im Semifinale auf die Bühne lassen. Also Tschechien fand ich schon sehr gelungen. Die österreichische Probe war schon sehr, sehr gut. Und dann gab es halt auch Sachen, wo man sagte, da müssen sie, glaube ich, noch ziemlich dran arbeiten. Also Malta fand ich noch nicht sehr überzeugend. Estland kam auch nicht so richtig gut am Bildschirm rüber, fand ich. Also es gab schon, also es war ziemlich durchwachsen gestern. Mhm. Gestern hat ja Tschechien die Proben eröffnet. Wie fandest du das Lied? Also das Lied gefällt mir ganz gut. Das ist halt ein klassischer ESC-Song. Mhm. Und er wurde überraschend gut auf die Bühne gebracht, fand ich. Also Tschechien gehörte da gestern auf jeden Fall für mich zu den Gewinnern des Tages. Mhm. Neben Österreich im Übrigen, weil Zoe macht das natürlich super. Sie kann das einfach, sie kann ihren Song, sie hat so eine Art, das irgendwie gut rüberzubringen. Prima. Mhm. Sehr gut. Wie war so dein Eindruck von der Zoe? Sehr sympathisch, also sehr, sehr nett auch. Also und von dem Setting, wie man es jetzt auf die Bühne gebracht hat, auch nicht zu kitschig überladen, wie man es vielleicht hätte machen können, weil es ist ja doch so ein süßer Song. Man hätte es auch durchaus so ein bisschen klebrig machen können, irgendwie, dass man denkt, oh, jetzt ist es irgendwie ein bisschen over the top. Und das fand ich so eigentlich gut umgesetzt. Also auch ohne dieses Krönchen, was sie ja mal so hatte, wo ich dachte, oh, das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel, haben sie weggelassen, das ist sehr schön. Das Kleid fand ich auch sehr schön mit diesem Aprikofarbene. Das Laufband, was sie ja noch im Vorentscheid hatte, habe ich jetzt auch nicht vermisst oder so. Es war irgendwie ein netter Gimmick, aber das braucht man jetzt auch nicht zwingend. Also ich fand es am Bildschirm sehr, sehr schön aus. Sehr schön. Was glaubt ihr, wie viele Punkte kriegen wir aus Deutschland für Österreich? Ich glaube im Halbfinale gar keine, weil Deutschland im ersten Semifinale gar nicht stimmberechtigt ist, sondern erst im zweiten. Wenn Zoe aber, wovon wir ja natürlich alle ausgehen, ins Finale kommt, dann glaube ich schon, dass ein paar Punkte rausspringen können. Wie viele weiß ich jetzt natürlich nicht, aber bestimmt ein paar. Also auch ein Halbfinale, ein gutes Ergebnis im Halbfinale, glaubst du, ist auch sehr wahrscheinlich? Also ich rechne inzwischen eigentlich fest damit, dass Österreich das Finale erreicht, ja. Da sind wir sehr gespannt. Ich danke sehr für eure ersten Einschätzungen und ja, viel Spaß erstmal noch beim Probengucken heute am dritten Tag, wohlgemerkt schon.